Zierschildkröte. Autor seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Autor in Neuschottland, Kanada gedreht. Die Zierschildkröte, Chrysemys picta, ist die einzige Art der Gattung der Zierschildkröten, Chrysemys. In Mitteleuropa ist sie vor allem als Terrarientier bekannt. Sie kommen von der Ostküste quer durch Nordamerika bis zur Westküste vor. Die östliche Zierschildkröte kommt vom südöstlichen Kanada über New England und die atlantischen Küsten Abskniete bis nach Georgia vor, in westlicher Richtung bis nach Ost-Alabama. Das Verbreitungsgebiet der mittelländischen Zierschildkröte erstreckt sich in Kanada über Südquebec, Ontario, in den USA in Alabama, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Vermont, West Virginia und Wisconsin. Die westliche Art ist von allen Unterarten am meisten verbreitet, nämlich von West-Ontario über den Süden Kanadas bis nach Britisch-Kolumbien und im Süden bis nach Missouri, Nord-Oklahoma, Ost-Colorado, Wyoming, Idaho und Nord-Oregon. Zierschildkröten bevorzugen langsam fließendes flaches Gewässer mit weichem, schlammigem Grund und starker Vegetation. Sie kommen auch in Brack sowie in Abwasser vor. Außerdem sollten Steine und dicke Hölzer, die aus dem Wasser ragen und so einen Aussichtspunkt und Sonnenbadeplatz bieten, vorhanden sein. Das allgemeine Verhalten der Einzelgänger wechselt regelrecht zwischen der Futtersuche und dem Sonnenbaden auf Steinen über der Wasseroberfläche. Das Paarungsverhalten bei Zierschildkröten unterscheidet sich nur geringfügig von demjenigen anderer Arten. Dabei werden beim Balztanz mit Hilfe der Krallen die Vorderbe in Richtung des Partners gestreckt und ihn so am Kopf anhand schnell erzielter Bewegungen gekräuselt. Das Verhalten ist allerdings auch unabhängig von Brunftzeit und Geschlecht festgestellt worden.